Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge ist ja irgendwie so ein bisschen was schief gelaufen und ich würde sagen, wir sollten mal mit Merlin sprechen. In der Hoffnung, dass er uns mehr darüber erzählen kann. Der ist direkt hier gegenüber. Also mit dem echten Merlin, steht auch extra nochmal oben dran. Oh, Hallöchen. Ja. Die Tiere sind auch leicht eingefärbt mittlerweile. Du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Gute Güte, Gameplayerin. Was ist passiert? Sag mir nicht, dass du versucht hast, die Kraft des Funke der Vorstellungskraft ohne Anleitung zu benutzen. Nicht ganz. Ich habe versucht, die uralten Ruinen mit dem Funke der Vorstellungskraft zu verlassen. Als ich dich getroffen habe. Du bist mir begegnet? Das ist absurd. Ich war ganz sicher nicht dort. Es war Jafar. Er hatte sich verkleidet. Jafar? Ach, natürlich war er es. Dieser mächtige Thronräuber hat viele Tricks im Petto, wenn es darum geht, zu bekommen, was er will. Und es scheint, als hätte er bereits mit dem Funke der Vorstellungskraft experimentiert. Wir müssen das untersuchen. Ich werde meine Notizen konsultieren. Warum meldest du dich nicht in der Zwischenzeit bei den Dorfbewohnern und untersuchst die Risse? Sagst du mir, ob er welche? Okay, Yves, Gaston und Rapunzel. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Mache Fotos von schwarz-weißen Objekten auf der Insel der Ewigkeit. Bücher in der geheimen Kammer von Yves. Ja, das sind wir ja gerade. Kisten in der Nähe von Gastons Schiffswrack in der Ödnis und das Boot hoch oben in der Mitte des Dschungels. Okay. Oh ja. ich dachte eigentlich hier, obwohl ja doch, die Bücher sind auch da drin. Machen wir es mal so. Da. Ich hoffe, das ist jetzt gut drin. Okay, perfekt. Und ich muss auch mit dir reden. Name? Oh. Alles wird schwarz-weiß und diese ganze Magie in der Luft muss deine Sensoren ganz schön durcheinander bringen, was? Das ist alles Jafars Werk. Aufgabe? Kümmere dich um die Insel, genau. Versuche nicht zu sehr auszuflippen. Ja, das wäre auch eine gute... Verbringe Zeit mit Wolli, genau. Untersuche alles Merkwürdige. Aufgabe? Ich könnte schwören, dass ich einen schwarz-weißen Affen im Land der Uralten herumlaufen gesehen habe. Ja, das habe ich auch. Den Affen finden wir jetzt aber gerade so auf Anhieb nicht wieder. Ne, der ist hier irgendwo am Rumlaufen. So, Moment. In der Nähe von Gastons Schiffswrack. Müsste das hier mit gemeint sein, denke ich mal. Da soll ich dann Kisten fotografieren. Bin ich da, glaube ich, schneller, wenn ich hier rumlaufe. Komm ich hier durch. So. Ah ne, Moment. Ist das das? Das ist doch nur sein Unterschlupf hier, ne? Das Schiffswrack, das ist doch... Ach, das steht ja sogar in der Ödnis drin. Haha, ich bin wieder so clever heute. Ja, ich wollte gerade sagen, das Schiffswrack, das ist doch eigentlich hier oben gewesen. Machen wir uns hier nochmal eben den Sand. So, hier sollen eigentlich Kisten in der Nähe stehen. Meint ihr jetzt den Stall? Achso, da die Kisten. Ach, ich bin ja auch doof. So. Och, Gaston, geh doch mal weg hier. So. Das ist ein perfektes Bild, weil Gaston ist nicht drauf. Wo ist er denn? So, ich muss aber mit dir reden. Ha. Hier stimmt etwas nicht, Gameplayerin. Erstens singt niemand Loblieder über meine vielen Heldentaten. Weniger wichtig ist, dass eine Reihe von Dingen schwarz und weiß erscheint.
Schön zu sehen, dass du deine Prioritäten hast. Genau. Das ist alles Jafars Werk. Aha. Ich wusste, dass der Täuschungszauberer hinter all dem stecken muss. Ich werde nach weiteren bösen Taten Ausschau halten. Gerade eben habe ich eine Art schwarz-weiße Schlange in den Dünen herumkriechen sehen. Okay, dann brauchen wir noch das Boot im Dschungel. Das war, glaube ich, dieses komische Auge hier, was man, genau, was man da sieht. Also auf der Karte. So, das Boot. Nee, das Boot ist hier. Wie mache ich denn da jetzt am besten ein Bild von? So. Und so. Zack. Genau. Sollte eigentlich ausreichen, oder? Ja. Wollte gerade sagen, Rapunzel war doch gerade auch noch da. Oh. Gameplayerin, ich bin so froh, dass du hier bist. Ich bin gerade im Dschungel spazieren gegangen und habe meine Freunde, die Kapibaras, gefüttert, als plötzlich diese Risse am Himmel erschienen sind und die Dinge begannen, schwarz und weiß zu werden. Ich habe sogar ein schwarz-weißes Kapibara vorbeilaufen sehen. Was ist los? Soll ich meine Bratpfanne holen? Jafar hat mich ausgetrickst und den Funken der Vorstellungskraft in die Hände bekommen. Naja, komm, wir wollen jetzt mal nicht lügen. Also ausgetrickst hat er mich nicht, das war sehr offensichtlich. Und ich habe mich ja auch noch gefragt, wie er überhaupt den Funken dann an sich reißen konnte. Jetzt mach deine Bratpfanne bereit. Jetzt ist die Zeit ganz durcheinander. Oh, oh nein. Wenn ich irgendetwas tun kann, um zu helfen, lass es mich bitte wissen. In der Zwischenzeit werde ich sehen, ob das schwarz-weiße Kapibara schwarz-weißes Futter mag. Okay. Kehre zu Merlin zurück. Ich habe es schon fast gedacht. Oh, er ist jetzt auch hier auf der Insel. Sehr schön. Er ist mit rausgekommen. Das heißt, haben wir jetzt eine Hauptquest und eine Quest mit dem, wie hieß er nochmal? Oswald? Ich wollte gerade Kapibara sagen. Oh, Hallöchen. Du kommst ein bisschen spät, weißt du? Hallo, ich sollte ja erstmal mit allen reden. Ich habe einige Nachforschungen angestellt und kann meine Vermutung bestätigen, Gameplayerin. Jafars Experimente haben dazu geführt, dass Teile der Vergangenheit des Dreamlight Valleys in die Gegenwart durchgesickert sind. Wie können wir ihn aufhalten? Im Moment sieht es so aus, als wüsste er nicht, wie er den Zauber des Funkens einsetzen kann. Da muss es einen Haken geben. Vielleicht kennt er das Zauberwort nicht. Vielleicht muss man ein reines Herz haben. Aha. Ja, vielleicht muss man eine bestimmte Qualität in sich tragen, um den Funke zu berühren. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob Reinheit des Herzens die richtige ist. Apropos Funke, ich habe jetzt gerade an Teso gedacht, und Dinge aus der Vergangenheit. Kennst du zufällig einen Hasen namens Oswald? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich habe ihn in den uralten Ruinen entdeckt, aber er scheint Schwierigkeiten mit der Kommunikation zu haben. Ich glaube, er war vielleicht schon vor uns hier im Disney Dreamlight Valley. Aber ich... Wie merkwürdig. Wenn du dich mit diesen Hasen anfreundest, erfährst du vielleicht mehr über die Vergangenheit des Dreamlight Valleys. Das könnte der Schlüssel sein, um die Zukunft zu bewahren. Okay, damit ist jetzt einfach so die Quest abgeschlossen, oder was? Ja. Neue Aufgabe verfügbar. Erziele Fortschritt mit Dagobert. Dagobert Ducks Laden freischalten. Ja, wir hatten ja vorher sowieso nichts zu tun. Das Problem ist, ich möchte jetzt ungern Oswald mit hier reinziehen in diese Quest. Ich bin aber jetzt gerade am Überlegen. Wir könnten mal schauen. Er hat doch, also hier, Gaston hat doch gesagt, hat er in der Ödnis oder in den funkelnden Dünen? Hat er eine Schlange gefunden? Ich hoffe, dass ich noch Eier dabei habe. Ja, ich habe noch ein paar Eier. Da könnten wir mal gucken. Ich gehe mal davon aus, dass die normales Futter frisst. Also, ist es die hier? Also die normalen Eier. Es ist die, oder? Die sieht zumindest so schwarz-weiß aus.
Ja, komm. Ja, das ist sie. Okay, schauen wir mal. Ja, sie scheint das gleiche Futter zu mögen. Kommt auch ein Herzchen bei raus. Sehr schön, weil dann kann man die natürlich auch als Begleiter holen. Scheint das gleiche Futter zu mögen wie die anderen Schlangen auch. Das heißt, wir gehen jetzt mal... Achso, Moment. Ich habe keinen Zimt, ne? Wir gehen hier mal ein bisschen rum. Da ist der braune. Da hinten ist was zum Verfüttern. So, und jetzt ist die große Frage, wo finde ich jetzt den schwarz-weißen? Ich habe den vorhin auf der Brücke gesehen, glaube ich. Ich weiß aber natürlich jetzt nicht, ob der vielleicht hier irgendwo runtergelaufen ist oder so. Da hinten auf der Brücke ist er doch eben rumgelaufen. Aber in welche Richtung? Das konnte ich jetzt natürlich nicht... Also konnte ich sehen, aber habe ich mich jetzt... Ah, Moment, hier ist er. Du bist doch bestimmt auch furchtlos, ne? Ja, wo sind wir denn jetzt hier? Zimt. Ich muss da mal Bilder von machen. Er sieht schon irgendwie etwas seltsam aus, aber irgendwie auch ganz cool. So, dann haben wir den auch gefüttert. Und das andere war der Affe, ne? Der Affe, brauchte der jetzt Bananensplit oder brauchte der ein Fünf-Gänge-Menü? Ich bin mir gerade nicht sicher. Fünf-Gänge-Menüs müsste ich normalerweise noch haben. Bananensplit, ne, habe ich aber nicht mehr. Wir probieren es mal mit Bulgursalat. Aber ich befürchte, dass der tatsächlich einen Bananensplit brauchte. So, mal. Ah, da bist du ja. Dir muss ich hinterherlaufen, glaube ich, oder? Einmal. Zweimal. Dreimal. So, du siehst irgendwie ganz niedlich aus. Mal gucken. Na, frisst du das? Frisst du das? Ey, frisst. Ja, er hat aber auch ein Herzchen drin. Ich glaube, es reicht tatsächlich mit Fünf-Gänge-Menü. Hoffe ich zumindest. Ja, dann haben wir das zumindest auch schon mal ausprobiert. Also die werden dann genauso gefüttert wie die, ja, ich sag mal, farbigen Mitstreiter, die wir sonst so haben. Dann, da die Folge jetzt ein bisschen kurz ist, würde ich sagen, machen wir nochmal einen kurzen Abstecher zu Dagobert. Das ist eine Monster-AG. Jacke. Einen schönen Tag noch. Das ist von Die Schöne und das Biest. Okay, das hätte ich jetzt nicht erkannt, bin ich ganz ehrlich. Hallo. Das ist von Rapunzel. Vor allem der Name Niedlicher Nachttisch. Das mit der Pflanze da drin. Hat das da immer schon gehangen? Das kommt mir so neu vor. Den habe ich anscheinend auch noch nicht gehabt. Die Socken habe ich schon mal gehabt, aber die nehme ich trotzdem. Ach, das ist Monster AG. Ach, ich hätte jetzt ernsthaft gedacht, es wäre Stitch. Naja, gut. Okay, das können wir auch noch mal, weil das... Ich glaube, das habe ich immer im Schere Mie hingelegt. Ja, die könnte ich auch noch mal mitnehmen, bevor ich die jetzt irgendwann mal nachbestellen muss. So, dann haben wir... Bist du auch wirklich stark? Ich bin immer für alles stark genug. Außer vielleicht körperlich, das vielleicht nicht unbedingt Meine immer. Meine Schönheit wird hier ewig. Grauer Kapuzenpullover mit Reißverschluss. Okay. Bist du auch wirklich stark genug, um hier draußen rumzulaufen? Oder was wollte sie sagen? Ich breche es immer wieder ab. Es tut mir leid, es tut mir leid. So, dann haben wir Mickey und seine Freundeschuhe. Hochleistungsturnschuhe. Kann ich damit denn auch wirklich hochleisten? Kann ich damit schneller laufen im Spiel? Das wäre doch mal cool. Orangefarbene Hightech-Turnschuhe von Wally. Ja, für Wally könnte ich mir schon ein ganzes Kostüm, glaube ich, mittlerweile zusammenstellen. Wieder Mickey und seine Freunde. Rosane, also weiße und rosane Turnschuhe. Und weiße
Schlupfstiefel. Okay, den Namen habe ich noch nie gehört. Das sieht aber aus wie Stiefeletten, ganz normal. So, ich dachte eigentlich hundertprozentig, dass ich diesen Tisch schon hätte, aber anscheinend nicht. Den aus Marmor hätte ich jetzt auch gesagt, dass ich den schon habe, aber da war ein Punkt dran, also von daher, was ist das denn? Wally Fahrradsitzhocker. Ja gut. Ich glaube zwar nicht, dass man die hier unten bewegen kann, aber es wäre natürlich schon cool, wenn man sich auf so ein Ding draufsetzen könnte als Hocker und die Dinger dann einfach so fahren könnte, während man da drauf sitzt. Es gibt ja diese Sitzfahrräder, sage ich jetzt mal, wenn man ganz normal auf dem Stuhl sitzt und dann unter dem Tisch zum Beispiel dann in so Dingern, mit so Dingern rumstrampelt hier. Das haben wir alles. Oh, ich glaube, daran könnte ich mich erinnern, wenn ich das schon mal gehabt hätte. Wobei ich mir hier nicht so sicher bin. Ich bin eigentlich der Meinung, dass hier auch schon mal Sachen gewesen sind, die ich kannte, die aber als neu eingezeichnet worden sind. Also mit dem Punkt dran. Es kann aber auch sein, dass das fast hundertprozentig das gleiche war wie irgendwas davor. Dass es aber nicht hundertprozentig das gleiche war. Ne? Dann ist es ja auch direkt neu. Wenn da irgendwo eine Farbe mal anders war, wird es ja direkt als neu wieder reingemacht. Großer Esstisch aus hellem Holz. Was ist das denn? Ist auch neu. Von Encanto. Ah, geblümte Wandleuchte. Das habe ich auf jeden Fall schon mal gehabt, wobei ich das ziemlich cool finde. Ja, das hatte ich auch schon. Die haben auf jeden Fall... Hä? Die stehen doch vor dem Jeremy. Wieso zeigt er die als neu an? Okay, ich bin einigermaßen verwirrt jetzt. Naja, gut. So, die Sachen sind wir jetzt alle durchgegangen. Die Tiere haben wir uns angeschaut und so weiter. Ja, ich setze mich mal irgendwo hin, wo gerade kein Baum im Weg steht. Dann würde ich sagen, dass wir hier tatsächlich erstmal einen kleinen Cut machen. Und dass wir dann in der nächsten Folge mit der Quest von, wie hieß der Affe? Nee, Hase war es, glaube ich. Wie hieß der Hase nochmal? Oswald, ne? Dass wir dann in der nächsten Folge mit der Quest von Oswald weitermachen. Und ja, danach denke ich mir mal, wenn das dann vorbei ist, muss ich ihn dann wieder erstmal leveln. Ich hoffe, dass ich das dann auch zeitnah machen kann. Aber ich bin da eigentlich guter Dinge. Nur es kann natürlich sein, dass dann doch irgendwas dazwischen kommt. Sind jetzt auch nochmal Feiertage bald. 2 Tage habe ich noch, um normal zu arbeiten. Und danach wird es dann wieder ein bisschen kritisch. Also auch mit dem Aufnehmen und so weiter. Aber ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet, dass hier plötzlich einiges in Schwarz-Weiß ist. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.